So, es ist wieder Samstagabend und ich habe hier ein Fahrzeug, was äh, jetzt dann rabkult wird, haben wir fertig gemacht. Das ist unser Deadlifts, den habe ich ja schon mal gezeigt, was wir hier alles gemacht haben, auf Mercedes-Basis. Ähm, ich gehe es nochmal durch. Wir haben hier hinten einen, hier hinten, ah, wo ist mein Finger? Ja, da hinten ein Wechselrichter verbaut, hinter der Blende. Haben hier zusätzlich laut Kundenwunsch nochmal 12 Volt Steckdose montiert. Ähm ich habe auch dafür schon einen Kommentar gekriegt, wie man das da hinten verbauen kann, weil ja die Lüfter Richtung Untersitzbank gehen, wo der Akku liegt. Ähm, wir haben das einmal temperaturtechnisch gemessen. Also ich habe den Akku heute vollgeladen. Er war komplett leer auf null. Ich habe ihn komplett voll gemacht. Das Ding ist äh, drei Stunden, dreieinhalb Stunden, weil der hat fast vier Stunden. Ja, der hat mit äh, 100 Ampere da reingeladen. Ähm, ich muss aber dazu sagen, äh, es hat temperaturtechnisch. Blende ich euch auch ein maximal. Wir sind kommen auf 35, 36 Grad. Und das ist absolut super. Also. Das, das Fach da unten ist super gut durchlüftet, ähm, weil nach hinten ins Badezimmer, hier hinten ist äh, durch den doppelten Boden, wo in der Seite herrscht, alles offen. Da kann die Wärme schön ableiten. Also das ist richtig perfekt. Der kriegt richtig Luft. Auch hier seht ihr zwei riesen Lüftungsgitter drin, wo die Wärme raus kann. Also es hat super gut funktioniert. Und äh, wie gesagt, wir haben es gewessen. Es waren nicht mehr wie 36 Grad. Ähm, absolut machbar. Ist ein Büttner, 1600 Watt. Kombi-Gerät. Also ist ein schickes Teil. Schön klein, handlich, 1600 Watt Dauerleistung. Also funktioniert auch richtig gut. Ich habe es ja schon mal gezeigt. Dann haben wir hier oben eine USB-Steckdose verlegt. Ähm, laut Kundenwunsch. Genau. Dann haben wir äh, einen max eingebaut. Den seht ihr hier. Mit Fernbedienung natürlich, ähm, auch hier mit Beleuchtung finde ich besonders hübsch. Also ist richtig schick und Verdunkelungsrollo. Also ist eine tolle Sache das Ding. Gefällt mir sehr gut. Den haben wir hier verbaut. Dann haben wir verbaut hinten in der Garage noch eine 230 Volt Steckdose. Dann hat er gekriegt eine 200 ampere stunden leintron die haben wir da unterm Sitz verbaut. Auch das blende ich euch nochmal ein, wie wir das gemacht haben, wie da die Installation ist, wie es jetzt fertig ausschaut. Natürlich mit einem Hauptschalter dementsprechend versehen, damit er auch die komplette Elektronik trennen kann von der Batterie. Jetzt ist es natürlich ein bisschen langweilig, weil hier schon alles zu ist, aber die entsprechenden Bilder blende ich dazu noch ein. Äh, warum mache ich das Video auch nochmal? Ähm, weil auch hier wieder vor dem Fahrzeug, ich muss ganz ehrlich sagen, auf Mercedes-Basis finde ich richtig schön, muss ich ehrlich sagen, den Detlefs, also richtig schick. Auch hier vorne, ne? also ähm, da hat er eine kleine Herausforderung, weil da haben wir auch eine Alarmanlage verbaut. Bitte nicht wundern, hier oben, äh, wo bin ich wieder? Hier liegt nur eine Blende. Da muss ich jetzt, wenn der Kunde sein Fahrzeug holt, ihn bloß noch koppeln mit der Alarmanlage. Da brauche ich nur Knöpfe, wo ich drücken muss. Ähm, ansonsten aber davon halt wirklich sehr geräumig. Das gefällt mir gegenüber vom Fiat Ducato. Der hat halt hiervon viel mehr Beinfreiheit. Ist einfach ein bisschen großzügiger. Natürlich hat er auch eine längere Schnauze von, wo der Motor weiter von liegt. Daher gewinnt er hier ein bisschen mehr Platz. Und natürlich Mercedes, klar, super schickes Lenkrad, äh, tolles Entertainment-System hier verbaut. Also das ist schon toll. Also da muss man schon sagen, äh, ich habe es auch gemerkt, wie ich davon alles zerlegt habe, weil ich ja die Vibro äh, montiert habe. Also ist schon, ja. So ein bisschen Unterschied zum Fiat ist schon, aber ist halt Mercedes. es ist, ist ja auch berechtigt. Aber schaut halt auch wirklich schick aus. Und dann gefällt mir natürlich auch das Fahrzeug als solches. Der Deadlefs halt, ist halt ein Deadlefs. Ähm, qualitativ sehr schön. Schicke Küche hier, wie ihr seht. Also gefällt mir auch sehr gut. Schöner Wasserhahn. Äh, kann man hier erweitern, die Küche. Ähm, echt schick. Dann haben wir hier oben, ähm, die, das info -Control von dem äh, ICC äh, von Büttner montiert. Das ist ja von Detlefs Allgemein. Und hier haben wir noch unsere Solarfahnenanzeige, äh, damit er dementsprechend sieht, was unsere Solaranlage macht, weil auch die haben wir hier verbaut. Dann haben wir den Temperaturfühler hier versetzt, den haben wir mittig schön da oben gemacht, damit es halt ein schönes Bild gibt. Darum haben wir das ein bisschen sauber angeordnet. Wenn wir jetzt hier mal einschalten, dann ist der Wechselrichter an. Da sieht man, was er tut. Dann kann man hier sauber ablesen, alles, was die Batteriespannung macht. Da sehen wir dann gleich, was jetzt aktuell rausgeht aus der Batterie. Das kann man hier dementsprechend sehen. Dann sehen wir, dass die Batterie-Kantemperatur 22 Grad beträgt. Ladestufe ist aus, weil die Batterie voll ist. Dann geht man wieder ein Stück hoch. Dann sieht man natürlich, wenn der Wechselrichter an ist, wir haben jetzt gerade 230 Volt Ausgangsspannung anliegen. Das ist gut geregelt. Dann natürlich 50 Hertz. Wenn Landstrom ansteckt, sieht man auch, dass Landstrom ansteht. Und wenn wir jetzt hier auf den Knopf einmal drücken und dann haben wir hier die limitierende Landstrombegrenzung, wo wir einstellen können, dann kann ich hier einfach mit dem Rädchen ich wiederhole es immer wieder: die gewünschte Landstrombegrenzung einstellen. Das heißt, wenn jetzt die Sicherung draußen am Platz, wo ich gerade stehe, nur, keine Ahnung, gehen wir mal davon aus, die hat nur 8 Ampere, dann stelle ich hier auf 8, bestätige das einmal mit dem Drücken. Und jetzt ist es so eingestellt, dass, wenn Landstrom ansteht, dass ich, wenn ich meinen Föhn einschalte, der ja dann eventuell mehr wie 8 Ampere zieht, und eventuell nur ein Kaffeekoch, dann kann das ein bisschen knapp sein für die Batterie da draußen oder für die Sicherung da draußen. Und dann zieht einfach der Wechselrichter den Rest, wo er noch dazu braucht, ergänzend, wenn jetzt nur zwei Ampere fehlen oder drei aus der Batterie, aus unserer Aufbaubatterie und steuert es hinzu, dass alles sauber funktioniert und draußen am Campingplatz nicht gleich die Sicherung fliegt. Von dem her ist es mit der Landstrombegrenzung eine tolle Sache. Da kann man vieles vermeiden, vor allem sich selber an Ärger, dass man nicht weiß, oh, warum habe ich jetzt keinen Strom mehr. Äh, tut man das einfach dementsprechend einstellen und dann ist das geschickt. Und hier kann man eben die ganzen Daten ablesen. Äh, auch das gefällt mir sehr gut bei dem Panel. Also das ist eigentlich immer relativ schick gemacht. Da sehe ich meine aktuelle Batteriespannung immer. Da sehe ich, was rein und was rausgeht. Also das ist richtig toll. Das gefällt mir richtig gut. Jo, dann haben wir natürlich hier ah, unsere Mikatassen, tassen klar. Richtig schick. Die sind designtechnisch, die gibt es auch nur bei uns in der Farbe. Die sind von Gozol. Die haben wir extra machen lassen, nur von uns. Äh, die kriegt jeder Kunde von uns geschenkt. So, so am ein Einbau, die geht immer mit, die Mika-Tasse. Die sind äh, sehr gut, weil die sind auch, ach, ich weiß es nicht ganz genau, meine Frau weiß es, die sind, äh, wenn man Kaffee einschüttet, da sind keine Giftstoffe drin und nichts. Also da kann man auch richtig heiß Getränke draus trinken. Das ist also ein ganz tolles Produkt. Jo, dann haben wir hier hinten den Schlafbereich. Da haben wir jetzt nichts verändert groß. Da muss man natürlich nur unsere Netzvorrangschaltung, das habe ich euch ja gezeigt, die haben wir da hinten rausgefiltert aus dem schönen Kasten. Da haben wir auch nochmal zusätzlich einen FI verbaut, weil da natürlich, wenn man Wechselrichter Anschließt brauchen wir auch noch einen zusätzlichen FI. Dann haben wir hier an die Fenster sehen wir überall die Magnetkontakte von der Vibro. Genau, da haben wir natürlich die ganzen Fenster gesichert, einschließlich auch das große Heki äh, und die ganzen Fenster überall, wo ein Mensch durchpasst, äh, haben wir natürlich gesichert. In dem Fall müssen wir die Eingangstür hier nicht sichern. Weil so wie die aufgeht, beziehungsweise hängt die ja mit an der Zentralverriegelung und da ja Can High, Can Low angeschlossen ist an dem Fahrzeug, so wie die Zentralverriegelung auslöst und aufgeht und die Tür aufgeht, dann geht die Alarmanlage sowieso los. Also wenn sie nicht mit dem Schlüssel betätigt wird, sondern eben aufgebrochen wird. Also ein richtig schicker Umbau. Da haben wir wieder richtig was geleistet. Jetzt gehen wir nochmal aufs Dach. Da zeige ich euch auch nochmal den Einbau von der Solaranlage. Das haben wir hier bewerkstelligt. Da haben wir zwei Platten von der Firma Büttner drauf gemacht. Das sind zweimal 110 Watt. Also haben wir jetzt 220 Watt hier drauf. Ja, es ist eine geschickte Sache, super gelöst. Passen schön hier drauf. Dann haben wir hier nur eine schöne ähm, Satt-Schüssel. die war aber schon verbaut. Und ja, hier haben wir eine Antenne. Ähm, die finde ich jetzt ähm, einen kleinen Kritikpunkt nicht so gut. Ähm, warum finde ich sie nicht so gut? Weil bekanntlich unter so einer Antenne äh, eine V2A-Platte drunter gehört, die war aber auch schon verbaut. Aber normalerweise muss hier eine große V2A-Platte drunter, dass die Abstrahlung stimmt. Dann hat man auch einen ja, noch besseren Empfang. Aber ich weiß jetzt nicht, wie der Empfang bei dem Fahrzeug ist. Kann sein, dass er ja ganz gut ist. Aber wenn man es richtig macht, macht man normalerweise hier eine V2A-Platte drunter, damit hier nur ein bisschen bessere Abstrahlung ist. Jo, hier haben wir den Maxman dementsprechend verbaut. Jo, so haben wir hier oben das Dach auch wieder schick gemacht. Und hinten. In der Heckgarage haben wir, wie gesagt, noch unsere 230, nee, Quatsch, 12-Volt-Steckdose auch verbaut, wo der Kunde hier wollt. Da 230 hat er ja schon, jetzt haben wir hier auch nochmal 12-Volt-Steckdose zusätzlich verbaut, damit der Kunde dementsprechend hier auch noch was anstecken kann und laden kann. Dementsprechend das ist es richtig gut, 230 hat er ja schon da. Hier steht noch seine aktuelle Batterie, wo drin war, die haben wir natürlich ausgebaut. Jetzt hat er ja bei 95 Amperestunden hat er ja seine Leistung vervierfacht. Also jetzt kann man hier richtig autark stehen. Also richtig tolles Fahrzeug. Ich finde auch das Heck sehr schön, wenn man das immer so einfangen darf. Also gefällt mir richtig gut. Schönes, Schöne Design, die leuchten hinten dran. Also finde ich richtig schick. Ja, also macht echt was her. Ich muss auch sagen, die Rückfahrkamera ist top. Da sieht man richtig was. Also, das ist richtig gestochen scharf, das Bild. Auch da kommt richtig, richtig was rum. Also, richtig macht schon, ja, ist, ist schon echt toll. Und ähm, ich muss auch nochmal dazu sagen, im eigenen Sinn, weil öfter mal der Kommentar kommt, dass ich ein Wort in einem Film manchmal zu viel benutze. Ja, es ist halt alles authentisch und live. Ich bin kein ausgewachsener Influencer oder YouTube-Star oder sonstiges. Ich mache einfach Produktfilme und da äh, sage ich einfach, ist manchmal nicht ganz so einfach, so vor sich hin alles zu erzählen. Da will man alles auf einmal erzählen und dann äh, hat man so viel im Kopf und äh, dann kommt man vom eins zum anderen, wenn man so einen äh, Umbau erklärt. Und da fällt schon mal manchmal äh, mir auf, dass im Nachhinein dann ein Wort manchmal zu viel äh, gesagt wird. Aber es ist ja schön, dass er mir immer darauf aufmerksam macht. Aber ja, wie gesagt, verzeiht mir das. Ich bin kein äh, Filmstar oder Sonstiges, weil auch nicht wann. Äh, ich möchte einfach nur euch unsere äh, Arbeiten zeigen und vielleicht kann der ein oder andere was mitnehmen oder was möglich ist, was man machen kann, wie man was machen kann. Da kann man ja immer mal was mitnehmen. Und ich glaube, dass das eigentlich ja schon ganz gut ist. So. Jo, das war jetzt ein kleines, kurzes Video, wo ich euch das Fahrzeug nochmal gezeigt habe, ähm, was wir alles gemacht haben. Der wird jetzt, wie gesagt, morgen geholt. Ähm, ja, habt ihr richtig gehört? Am Sonntag, weil das geht anders nicht, der Kunde kommt von weiter her. Also müssen wir auch äh, mal am Sonntag ein Fahrzeug übergeben, was ich persönlich aber gar nicht schlimm finde. Ich bin eh jeden Sonntag in der Firma muss man ja vorbereiten für Montag, damit unsere Mitarbeiter dann auch gleich wissen, was geht. Dann wird die Werkstattplätze wieder hergerichtet, alles sauber gemacht und auch dementsprechend die Fahrzeuge hergerichtet, damit es am Montag früh gleich losgeht und wir keine Zeit verlieren und eben unsere Arbeiten für unsere Woche auch immer schaffen. So, in dem Sinn bedanke ich mich bei euch. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende, noch einen wunderschönen Samstagabend, einen schönen Sonntag und genießt ihn. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder und ich wünsche euch alles Gute. Ich bedanke mich für die vielen Likes, wenn euch das Video gefallen hat. Ein Daumen nach oben, den finde ich schön, da freue ich mich drüber und natürlich auch über ein neues Apartment, freue ich mich natürlich auch. Ähm, das ist richtig schön. Aufmerksam wollt ihr auch nochmal machen, wer kann auch, wenn jeder mal was braucht oder wenn mal Lust ist, weil durch den Lockdown sind ja die Geschäfte zu, wir natürlich auch, aber wir haben einen relativ breit aufgestellten Online-Shop, äh, wo man alle möglichen Dinge kaufen muss, der auch, je, oder doch, Entschuldigung, nicht muss, das ist ja Quatsch, äh, kaufen kann oder sich zuschicken lassen kann. Die Produktpalette wird auch jeden Tag erweitert. Da müssen wir mal gucken, alles, was wir so in unserem Shop haben, wenn wir da auch reinstellen, dementsprechend, wie aktuell auch viel Putzfuchs, was ja sehr gut gefragt ist, Solbio kann man da ordern, unter anderem auch ein paar Elektroteile und alles Mögliche. Also wenn da Interesse steht, könnt ihr ruhig einmal auf unsere Homepage gucken: www.mika-caravan.de und ja, jetzt lasse ich euch euer Ruhe. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Macht's gut, schönes Wochenende und das Allerwichtigste, bleibt's gesund und Daumen hoch. Bis dann, ciao, ciao.